ich bin nach Amerika gegangen, weil ich gerne Studium und Sport verbinden wollte und das hier in Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Ich bin nach Mississippi State gegangen, weil ich leistungsorientiertes Tennis mit dem Studium verbinden wollte. Am meisten hat mich überwältigt, dass so viel Geld einfach in den Sport gesteckt wird, dass die ganzen Athleten so mega unterstützt werden. Wenn man halt irgendwas hat, eine kleine Verletzung, kann man halt direkt zum Physio hingehen, das wird dann direkt behandelt. College Tennis ist halt dieser Team Spirit. Also es ist einfach auch schön, dann so ein Team um sich herum zu haben. In Amerika, da ist halt wirklich Stimmung, auch die Fans unterstützen einen sehr gut. Die Atmosphäre bei einem College-Tennis-Match ist unfassbar, also ist ganz anders als hier in Deutschland. Ich hatte mehrere Freundinnen, die auch schon über Uni-Experts nach Amerika gekommen sind. Das ist dann gut, wenn man die Agentur an der Seite hat, die dann einem hilft, das alles so zu machen, weil ich das alleine auch nicht könnte und weil es eben so viele Sachen sind, die man erledigen muss. Die Trainingsmöglichkeiten, die man in USA hat, die kriegt man hier in Deutschland fast gar nicht. Tennis spielen und Studium ist halt einfach ein Traum drüben.